einlaufen. Das ist so mehrdeutig, ambivalent. Ein Einlauf kommt doch in ein Stadion ganz anders an wie in ein Krankenhaus. Wie man kommt hier jangen, so wird man empfangen. Ne, zur Begrüßung. Ich meine, die VIPs, die VIPs, die haben ja einen Empfangschef oder einen Butler. Ne, wir normale Leute haben zur Begrüßung einen Aufnehmer. Ne, das ist der erste Eindruck. Der wird noch nicht ins freundlich begrüßt, er wird mit Füßen getreten. Ne? Das kennt ihr ja alle, wenn ihr irgendwo zu Besuch kommt, egal ob das jetzt Hausmann oder Hausfrau ist, ne? Die sagen so, putze erstens den Schuh ab oder die Füße ab. Da kannst du herkommen, wo du willst. Da kannst du geleistet haben, was du willst. Ne? Da kannst du nach Hause kommen und sagen, Schatz, ich bin gerade Papst geworden. Das ist mir, ja, du putze erstens den Füße ab. Ne, der Papst, der hat ja keine Aufnehmer, ne? Da heißt das Kardinal, ne? Siehst du? Oder früher Gänswein, ne? Und dann gibt es ja zur Begrüßung auch, kennt ihr vielleicht, so kleine, zierliche, leichte, unscheinbare Salzteigschilder. So Salzgebäck, ne? Das ist meistens, was einer aus der Familie gebastelt hat. Ne, der Oma in der Caritas-Gruppe, der Mutter nach dem Turnen oder das Kind in der Projektwoche. Ne, jetzt kommen die stolz damit nach Haus, jetzt traut sich keiner, denen zu sagen, werft weg. Und dafür siehst du die überall an den Türen hängen. Ne? Da steht dann so, hier wohnen Heinz Josef, Elke, Malte und Fifi. Meine Frau sagt, wie kann ich schon Oma Fifi nennen? Ich sage, das ist nicht die Oma, das ist das Haustier. Ne, früher war das ja eine Hunde und Katze, das kann ja heute vom Chinchilla bis zum Leguan alles sein. Und dementsprechend ist auch die Zahl der Klingel- oder Piepstöne. Du hast ja heute bald nirgendwo Ruhe. Ne, zumindest sitzt neben dir einer mit dem Handy und ist am Appen. Bis es abäppt, ne? Und die meisten Töne hast du in der Auto, ne? Kommst du rein, setz dich hin, piep, Tür ist nicht zu. Da hättest du früher eine Ford Taunus gesagt, was geht dich das an? Wer sagt denn, dass ich mit dem Zug in die Tür fahren will? Piep, piep, nicht angeschnallt. Piep, 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 ein Parkhilfe vorne. Piep, 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 ein Parkhilfe hinten. Peng, klatsch, paff. Ein paar Hilfe ausgeschaltet. Denn früher hattest du doch nur einen klassischen Klingelton. Ne? Kennen wir doch, ne? Harry, einmal tut, wir sind in meinem Sauerland, ne? Ja, die riefen da rein, können Sie es mal bitte wiederholen? Ich will es mitschreiben, ne? Wie schreibt man nochmal Dong? Ich sage wie Ding, nur mit O, ne? Das ist der klassische Klingelton, der Gong, oder wie man bei uns sagt, der Jong. Das ist aber fein zu unterscheiden, zu nuancieren von der Jung. Weil der Jung geht, wenn der Jung kommt. Wenn der Jung geht, geht der Jung nicht. Und das ist ja schon morgens, fängt es damit an. Ne? Also mit der Jung bin ich.
Ne, die Stimmung morgens zu Hause kennt ihr ja. Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. So ist es aber nur im Film oder im Fernsehen. Zu Hause ist es so. Hey, aufstehen! Ich hab schon zweimal gerufen. War's um 3:30 ein Zahnarzttermin? Der Mülleimer muss raus.